Hallo ihr Lieben, heute wieder ein kleines Filmchen zu unseren Mietfahrzeugen. Heute stelle ich euch in einem kleinen kurzen Bericht unseren PLA Alkhofen Sienna 440 vor. Ein Fahrzeug Citroën, wie gesagt Aufbau PLA. Der Citroën hat 140 PS und bietet Platz für maximal 6 Personen. So, jetzt gehen wir mal in Richtung Eingang. Hier an der Tür haben wir ganz normal den Mülleimer und die Tür hat ein Fenster, was ich auch mal ganz toll finde. Wir haben auch hier ein Fliegengitter, wie sich das gehört. Und dann gehen wir mal innen rein. So, hier vorn fangen wir an, die Fahrerkabine, ganz normal, wie wir das alle kennen. Das Fahrzeug hat eine Rückfahrkamera, damit man auch gesichert nach hinten fahren kann, ohne die zweite Person zum Kontrollieren rauszuschicken. Was ich hier bei dem Alkoven gut finde, das Bett kann man nach oben klappen, sodass man halt hier, wenn man eine größere Person ist, auch gut stehen kann. So, ich klappe es euch mal nach unten, damit ihr mal seht, wie das ausschaut. Also wie gesagt, das ist der Alkoven. Also zum Schlafen würde ich sagen, kleine Kinder 3 und etwas größere Kinder oder Erwachsene passen hier ganz ordentlich 2 mal rein. Dann haben wir auch hier unter der Matratze, zeige ich euch, das Sicherungsnetz, damit man auch hier nachts keine Angst haben muss, dass da irgendjemand aus dem Bett fällt. Hier haben wir noch ein Fenster zum Rausgucken oder die Dachluke, damit es auch von der Belüftung her, wenn man nachts mal aufmachen muss, da keine Probleme gibt. Also echt schön. Also das ist auch relativ hoch, der Alkove. Es ist auch nicht, dass es irgendwo extremst drückt vom Gefühl her. Genau, so, dann haben wir hier die Schränke, Verstaumöglichkeiten für Bekleidung über der S-Gruppe. Die S-Gruppe könnte man für Personen 5 und 6 mit den Dinetten einfach hochklappen, Polsterverlängerung drauf, auf beiden Seiten, den Tisch nach unten geklappt, könnten hier auch noch 2 Personen schlafen. So, da bleiben wir hier vorne. Hier haben wir dementsprechend, weil wir ja mehr Personen mitnehmen müssen, auch ein großes Gefrierfach. Und dementsprechend auch den größeren Kühlschrank. Sollte ja gut Platz sein, wenn man mit so vielen Personen unterwegs ist. Oben drüber haben wir nochmal eine Ablage, beziehungsweise ein Fach, um Sachen zu verstauen. Hier gibt es Regale und Schränke, wo man noch Kleinteile verstecken kann. Ja, dann gehen wir mal nach hinten. Hier haben wir die Küche, linke Hand, mit wie gesagt, Küchenschränken, auch hier viel Verstaumöglichkeit. Hier nochmal ein Regal, wo wir Kleinteile reinlegen können. 3 Flammenherd, Spülbecken, Schubkästen von uns schon vorbereitet eingeräumt. Heute haben wir nur 2-mal Besteck drin, weil das Fahrzeug für die Nächsten, die das mieten, sind nur 2 Personen. Und deswegen haben wir alles nur 2-mal drin. Hier auf der linken Seite nach der Küche haben wir einen Kleiderschrank mit einer Kleiderstange und auch hier wieder viel Platz für Bekleidung, Schuhe etc. zu mitnehmen. Das Bett im Hinterteil ist ein Heckbett, ein Querbett. Hier können dann 2 Personen schlafen. Auch hier wieder die Dachluke und noch ein Fensterchen, dass man sich auch hier wohlfühlen kann. Die Treppe hat man super gute Verstaumöglichkeiten für Schuhe. Hier überall gut durchdachtes Prinzip, damit man auch wirklich viel mitnehmen kann, wenn der Urlaub mal wieder ein bisschen länger geht. Und hier hinten ist die Klappe, die Durchreiche für die Heckgarage, um dass man vielleicht eventuell bei schlechtem Wetter das ein oder andere durch das Fahrzeug sich nach vorn holen kann. So, hier schick der Spiegel, damit wir uns auch hübsch machen können und auch wissen, dass wir hübsch sind, wenn wir schon weggehen und rausgehen. Und hier kommen wir dann in das Badezimmer. Das Badezimmer ist auch sehr geräumig. Man kann auch hier gut auf der Toilette sitzen, aber wenn man größer ist, man hat Beinfreiheit. Und wenn man duschen möchte, einfach unten die Ablage rausgemacht und dann die Duschkabine aufgeklappt. Sehr schick und geräumig. Und auch hier nochmal Verstaumöglichkeiten über der Toilette bzw. über dem Fenster und auch unterm Waschbecken gibt es noch einige Möglichkeiten, um Sachen zu verstauen. Sehr gutes Konzept, gut durchdacht. Alles, was man am Platz hat, wird hier sinnvoll genutzt und kann dementsprechend auch
dann für so und so viele Personen. Wir reden hier, wie gesagt, bis 6 Personen gut genutzt werden. So, jetzt gehen wir nochmal raus, dann zeige ich euch nochmal ganz geschwind die Heckgarage. Auch hier riesen Verstaumöglichkeiten. Also wir haben hier unsere Sachen drin, was man halt alles so braucht. Stühle, Tisch, Kabeltrommel, Gießkanne, Wasserschlauch, die Kurbelstange für die Markise und auch hier, wie ihr schon seht, kann man die Heckgarage von beiden Seiten beladen. Von dem her haben wir hier dann noch die Markise. Ich kann nur sagen, super Konzept, tolles Auto, Fahrradträger und ich kann nur sagen, wer es noch nicht gemacht hat, probiert es einfach aus, kommt vorbei, wir beraten euch gerne. Wir sind auch gerne bereit, eine Probefahrt zu machen für denen oder für die, die sich das noch nicht getraut haben oder nicht trauen. Kommt vorbei, traut euch, wir helfen euch, wir fahren mit euch ein paar Kilometer und dann, damit ihr auch merkt, dass es so schwer gar nicht ist. Ja, unser PLA in unserer Vermietung. Wir freuen uns über eure Anfragen und sagen einfach bis bald, eure Katja.